So, jetzt kommen wir zum ersten Interview-Part. Darf ich wieder gehen? Ja. Okay. Wolltest du mir einen Gefallen tun? Nein. Besorgst du bitte Softgetränke für uns? Softgetränke? Insgesamt drei. Du bist heute meine Schnaps. Also Bier und Sekt oder wie? Genau, und drei Schnaps. Du weißt ja wo. Nochmal zur Erinnerung, Schnaps, Sekt und andere alkoholische, unalkoholische Getränke, genauso wie die Kirschlikör Flat, gibt's nur am Weißen Zelt. Aus dem Brunnen. Könnt ihr selber schöpfen sogar. So, ich wollte mal ganz kurz. Oh. So, wie viel muss ich jetzt holen? 3 mal 3. 3 mal 3 Bier, 3 Sekt und 3 Schnaps? Ja, genau. Okay. Das muss ordentlich laufen. So, 3 Bier, 3 Sekt und 3 Schnaps, bitte. So, jetzt kommen wir zum ersten Interviewpart. Und zwar habe ich mir da die zwei reizenden Damen aus Leipzig rausgesucht. Ich persönlich bin ja auch in Leipzig aufgewachsen. Habe aber schnell kapiert, dass die dort meine Kunst nicht würdigen können. Also bin ich abgehauen nach Berlin. Ich liebe es. Aber natürlich, Hof, ganz ehrlich, ich bin hier angekommen und dachte mir einfach nur so, oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Hier ist Ruhe. Versucht mir in Berlin mal auf dem Fenster zu schlafen, das ist ja unmöglich, ey. So, also meine Damen und Herren, für das erste Interview. Gina, du hast übrigens das Mikro. Die Mädels brauchen das. Ihr braucht das Mikro? Ne, die Mädels bräuchten das schon, weil ich gebe meins nicht her. Tja, Pech. Okay, dann müssen wir es mal handhaben. Okay, also nochmal einen kräftigen Applaus für Amy DeVille und die andere. Amy. Nein, Amy Kochonis. Wie heißt sie nochmal? Amy C. Wie Chlamydien. C. Wie Chlamydien. Aus Leipzig, die heute Abend auch nochmal gleich für Sie performen werden. Meine Damen, setzt euch auf dieses wunderbar undefinierbare. Ich will nicht in die Mitte, das finde ich mal. Ich sehe da immer dick aus in der Mitte. Das ist schlimm, ey. Achtung. Das hast du mit Absicht gemacht, du. So, jetzt bleibe ich so sitzen. Das ist auch gut für meine Füße. Also, was war das denn? Wenn das jetzt ein Kind war, dann Respekt, Junge. Wenn du mal groß warst, das wird noch schlimmer. So, also Emis und Emis. Ihr kommt aus Leipzig. Wann habt ihr denn gedacht, scheiße, ich bin pervers, ich zieh einen Fummel an? So vor einem Tag? So sieht's auch aus. Jeder muss schon rumkommen, ich sehe Backroads. So, andere Amy. Weil das heute unsere Bierläuferin ist. Für Gina Tequila für Sie. Erstmal 3 Schnaps, würde ich sagen. Du gieriges Stück, ich will auch was. Das Mikro bitte noch. Oh nee, ich teile mir das einfach mit den Mädels und du bist es Back-Off, oder? Das klingt viel lustiger. Ich bin immer Back-Off. Also einmal Prost für alle! Ah, das war der erste Schluck. Boah, davon wird es heute Abend noch viele geben. So, die haben wir ja schon gefragt. Wann fingst du denn an mit Travestie? Vor 9 Jahren. Ich weiß, ich sehe jünger aus. Girl. Wer hat das behauptet? Also ich erinnere mich noch, als ich in Leipzig war, habe ich sie auch schon öfters auf Partys gesehen und damals sah sie schon so aus wie jetzt. Unbeschreiblich, unbeschreiblich, Schatz. Übrigens, dein Bart hat angerufen. Der kommt wieder durch. Was gibt's denn zu lachen? Oh, sag mal. Wie kommt eigentlich darauf, euch Amy und Amy zu nennen? Das ist nicht ein bisschen verwirrend, gerade wegen eurer... Ich war zuerst da. Nein, ich war also quasi die Original Amy in Leipzig und dann kam süße, kleine 20-jährige Stückchen. 21 mittlerweile. Und stellte sich vor, ich bin die Amy DeVille. Und ich so, ich bin die einzige Amy Girl. Die einzige? Aber nur in Leipzig. Und sag mal, also bei dir weiß ich ja, du hast jetzt erst angefangen mit Shows, weil du warst ja vorher einfach nur so ein It-Girl auf Partys. So ein genau, das ist halt die neue Generation, müsst ihr euch vorstellen, meine Damen und Herren, das ist die neue Generation an Drag Queens. Und zwar, das sind diese ganzen Influencer, Hashtag-Girls und wir haben Beauty-Channel, wenn ihr wissen möchtet. Das ist ja widerlich. Oder? Ja. Aber das ist die neue Generation, da kommen wir alt nicht gegen an. Ist trotzdem widerlich. Du hast übrigens eine Laufmasche, Schatz, das ist unprofessionell. Redest du mit mir? Nee. Gut. Das gehört zum Look. So, aber jetzt mal zu dir. Hast du schon vorher, bevor du jetzt nach Leipzig gekommen bist, irgendwelche Shows gemacht oder war das einfach nur, du sahst auch einfach nur gut aus?
Also ich habe tatsächlich erst in Leipzig angefangen. Ich bin nämlich keine Ur-Leipzigerin. Ich komme aus dem schönen Westerwald. Oh, das tut mir leid. Mir auch. Ist halt kein Hof, ne? Westerwald. Und was hat dich nach Berlin nach Leipzig getrieben? Entschuldigung, das war meine Frage. Der Westerwald. Also hat es dich weggetrieben vom Westerwald nach Leipzig? Kann ich verstehen. Oh. Bitterfeld. Sieht man? Na gut. Also, ich gehe mal kurz so. Ah. So, und ihr zwei habt euch gedacht, boah, wir kommen nach Hof und machen für die Leute hier eine Show. Sieht man was? Oder um zu lachen? Versteckst du ja schon. Moment. Immer Schatz, kannst du machen, was du willst. So, Basic Instinct-mäßig ist heute nicht hier. Wir haben Kinder anwesend, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Also nee, ihr habt gedacht, boah, wir kommen jetzt mal nach Hof und machen Nummern. Schämt euch nicht ein bisschen? Nein, ist ein Spaß. Ich finde, ihr seht übrigens wirklich sehr hübsch aus. Schön hier das Violett-Blau und das Schwarz und das Glitz, ja, das Glitzergebilde. Du weißt, an wen du mich erinnerst? Wie heißt denn die Alte aus Game of Thrones? Targaryen? Nee, der Dicke, der die Tür blockiert hat. Hodor. Hodor, danke. Hold the door, Hodor. Hodor. Du freust den ganzen Tag. Pass auf, du bist auch noch dran. Was hast du dir bei deinem Look gedacht? Jetzt mal ehrlich. Nicht viel. Du lässt sie gar nicht zu Wort kommen. Hier, nimm mal das Mikrofon, damit die mal ans Wort plappern könnt. Gut, dann setze ich mich ein bisschen näher zu dir ran, weil du bist mir eh charmanter. Nein, also ganz ehrlich, was verbindet euch? Was, wie kam der dazu zu sagen, wie sind die Emis jetzt und machen zusammen Show? Übrigens, du tränst, Schatz. Ja, ich weiß. Der Name. Dass ich einfach nur gesagt habe, wir haben denselben Namen, wir machen jetzt was zusammen. Und seitdem habe ich die an meinem Bein und werde nicht mehr los. Kenne ich habe das mit Gina auch. Wir haben einmal miteinander angefangen, seitdem hängt die Alte mir am Arsch wie Tripper, ey. Ja, die lachen, wissen, wie das ist. So, irgendwas Inspiratives, was ihr noch als neue Generation der alten Generation sagen wollt? Ja, ich muss mich bei der alten Generation bedanken, denn ohne die, in Anführungsstrichen, alte Generation wäre das für uns alles überhaupt nicht möglich, dieser Weg, der uns gepflastert wurde. Und die Toleranz, die uns heutzutage teilweise oder größtenteils wirklich selbstverständlich ist, wofür die Generation vor uns gekämpft hat, dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich muss auch sagen, Dankeschön an die alte Generation, an die Alten. Ja, es ist einfach für uns selbstverständlich, was man eigentlich nicht vergessen darf, denn es ist eigentlich nicht selbstverständlich und wir werden den Kampf weiterführen für Toleranz, für Gleichstellung. Ja, danke nochmal. Ich würde mir fast Tränen kommen, aber ich bin so mit Botox zu. Das mach ich schon. Ja, du weinst gerade, Mäuschen, weine nicht. Denn nur mal komm erst noch, dann haben die einen Grund zu weinen. So, ich versuch mal, steht mal auf, und dann zieht mich mal hoch hier. Oh, so schlimm. Es tut demütigend. Das ist so demütigend. Für Sie, auch ein fescher Shade. Für Sie nochmal einen herzlichen Applaus für Emi mit dem C und Emi mit dem D. Die neue Generation. Wir gehen mit dem Staffelstab dann in der nächsten Zeit weiter. Ich würde sagen, jetzt spielt erstmal welcher von den zwei Hübschen? Unser Milky Wehchen. Ich freue mich schon drauf. Der hat nämlich Ahnung von Technik. Also, jetzt ein kurzer Break mit ein bisschen Musik. Das heißt, die Kinder können tanzen, ihr könnt ein bisschen lästern. Und gleich für sie danach die Emis.